Yeah, Freunde, willkommen zum lang erwarteten Teil 2 Diddy's Conquest Donkey Country 2 mit Luxite Link und Sui Shomaru. Hallöchen, ich bin auch wieder dabei. Ach geil, der beste Teil der Serie, oder? Nicht wahr? Ja, und den hast du dir natürlich ergattert für deinen Kanal. Ich habe deinen Plan sofort durchschaut. Ja, was soll ich denn machen? Guck mal, Diddy Kong, wie er die Banane hält und sich freut. Also, Banane? Der ist ja freut. Der will die gerade da rein. Der hat die gerade bestimmt geklaut, deswegen sind die alle wütend. Und Dixie riecht gar nicht. Guck mal, Dixie hat da noch ihr Wear-Abzeichen auf der Mütze drauf. Ja, das hat sie verloren später. Ja, weil die Rechte und so, nicht wahr? Aber ich würde mal sagen, Sui, wir erstellen uns gleich mal hier. Warte, ist das sowieso automatisch gleich, ne? Achtung. Ja, kling. Am epischen Ende. Die Musik so... Na, Demo gucken wir uns jetzt nicht an. So. Select Game, Copy... Was steht da? Okay, ne Plan, warte mal erstmal hier. So. Kann auch kein Mensch reden, steht immer noch Kopf. Bringt das was? Ich hab keine Ahnung. Aber Stereo klingt besser. Weil wir sind ja auch zu zweit, weißt du? Nachher hört man nur einen auf der einen Seite und sehr wahrscheinlich. So, Sui, du hast dich jetzt entschlossen, eine Frau zu spielen. Warum? Ja, ich dachte mir mal, es wird mal Zeit, dass jeder das nimmt, was er im tiefsten Innern ist. Also du ein Affe und ich ein Affe und eine Frau. Aber wissen, bist du blond. Das stimmt. Also eigentlich passt es ja doch wieder besser zu dir. Wir wählen wieder Two-Player-Team. Marcel, du solltest vielleicht mal erwähnen, vielleicht haben manche Leute den Trailer gar nicht mitgekriegt, dass wir den ersten Teil auch schon gespielt haben. Ja, natürlich. Wer spielt denn Teil 2, ohne den ersten Teil zu spielen? Ich dachte, das wäre soweit klar. Aber natürlich, auf Sui Shumarus Kanal lief der erste Teil an. Und der zweite jetzt auf meinem Kanal. Und der dritte wird wieder auf deinem laufen, du alter Stinky. Ja, da habe ich wirklich den zweitbesten für mich gepachtet. Also warte mal, Level 1 sind die Galionsplanken. Wo ist denn das Intro? Ich habe ja nur die Game Boy Advance Versionen gespielt und da war ein schönes Intro immer dabei. Nö, das gibt's ja nicht. Das ist der Originalstart für nicht die Verwöhnten, die alles erklärt bekommen mussten. Das hatten wir damals noch nicht. Bist du bereit? Ich bin ganz aufgeregt. Bist du bereit? Piratenpanik? Übelst bereit. Und natürlich wieder 102%, ne? Ah ja, gut, dass du es erwähnst. Genau, wir spielen das Spiel komplett durch. 102%, der Running Gag hier. Und wir zeigen euch jeden Scheiß. Echt mal. Diddy's Schwanz und so. Guckt euch an. Was? Wo? Du kannst mal die Story erzählen. Was ist los? Was ist überhaupt passiert hier? Wo ist Donkey Kong? Die Story? Okay, die erfahrt ihr jetzt. Innerhalb von mehreren wenigen Sekunden. Oh, eine schwindende Karte. Ich habe Donkey Kong entführt. Glaubt mir, ihr werdet diesen affigen Typen niemals wiedersehen. Wer schreibt denn? Das machen nur Kremlins. Was steht da noch? Was steht da noch? Hallo? Diddy, lies nochmal. Ich glaube, du musst nochmal neu reingehen. Drück nochmal die Karte neu laden. Moment. Ach man, ey. Ich habe natürlich entschlossen, wieder der Diddy-Affe zu sein, weil der ist cool. Euer Lieblingsbösewicht und König aller Gremlins, Captain K. Rowell. Boah, der schielende Typ im Hintergrund. Wie kann er es wagen? Übrigens eine interessante Theorie, die ich... Was du dazu da... Jan mir das erzählt, ich weiß auch nicht. Der Janne? Einer von beiden hat mir davon erzählt, also von euch beiden, ich weiß gerade nicht wer. Und zwar, du erinnerst dich ja dran, ich habe ja mal gesagt, ich hätte gerne King K. Rool in Smash Brothers, ne? Ja. So, dann hat mir aber einer von euch beiden gesagt, dass seit Donkey Kong 64 die Kremlins gar nicht mehr vorkamen, weil Nintendo vielleicht gar keine Rechte an den Kremlins selbst hat, sondern nur an Donkey Kong und seiner Family. Naja, stimmt nee, das? Würde ich jetzt nicht sagen. Der ist ja hier bei Donkey Kongs Jetpack. Da waren die Gremlins auch wieder dabei und King K. Rool auch. Und das ist noch nicht so alt? Nee, das ist doch schon als ein Wii-Spiel halt. Okay, gut, dann habe ich ja doch, kann ich ja doch meine Hoffnung bewahren, weil irgendwie hat mir das gesagt und ich dachte so, scheiße, das wäre voll dumm, wenn das so ist. Guck mal, unser neuer Move! Yeah, wir können ins Huckepack gehen. Kann ich auch werfen, ne? Moment. Zack! Weißt du, was hier eigentlich interessant... Wobei, das spreche ich gleich erst an, wenn man das sieht. Wie hab ich... Alter! Ups! Ach, stimmt ja, das tötet dich ja hier. Wenn ich dich im Gegner reinwerfe, sterbe ich. Tut mir leid. Da bin ich aber direkt wieder. Nee! War das irgendwo ein Geheimgang? Ich weiß es nicht. Na okay, dann komm erstmal wieder raus hier. Aber diesmal werde ich hier alles rocken. Du warst im ersten Teil viel zu fies. Ja, im ersten Teil habe ich ja die Macht irgendwann an mich gerissen gegen Ende. Ja. In den Tod. Ups. Achso, nee, ich dachte schon. Aber hier sind die Bonuslevel so geil. Ach man ey. Das ganze Spiel ist so geil. Und da haben wir auch direkt schon unser erstes Bonuslevel.
genau. Wieso war das geil? Finde die Münzen! Weil die Musik einfach schon viel geiler ist. Die geht voll ab, hör mal. Da-ba-ba-da. Wir sammeln die Münzen jetzt ein. Boah, war das schwer. Wow. Da konnte man ja, ich habe einen Satz rausgebracht. Das wird natürlich jetzt wieder, Leute, ihr wisst ja, Bonus-Level ist jetzt immer Reime-Battle. Damals schon. Und jetzt haben die auch hier epische Special-Moves, die Tiere. Oder es sei denn, ja, okay. Achso, warum? Wieso? Was denn? Wo bist du? Ach, da bist du ja. Ja, wieso ist gerade hier mein Urambi weggegangen? Braucht den doch hier für ein Bonus-Level. Und diesen Bonus-Level. Da war sogar eine Banane drin. Und ein Pfeil. Was der wohl zu bedeuten hat. Vielleicht kannst du mich auch dagegen werfen. Okay. Oh. Steck fest mit dem Fuß, guck mal. Jetzt weint sie voll. Ja, Dixie ist die kleine Heulsuse. Passt also auch sehr gut zu mir. Moment, was? Und, oh, verdammt. Das geht doch nicht. Okay, pass auf. Ich gehe jetzt nochmal zurück, weil ich will das Bonus-Level haben. Was hältst du davon? Ja, aber ist Rambi jetzt wieder da? Wir holen ihn uns einfach wieder. Ich weiß auch wie. Pustekuchen. Und einfach das Bonus-Level nochmal. Ey, du bist ja ein Trickser. Ja, jetzt wird's richtig abgehen. Aber was ich mich frage, ne? Dixie Kong, habt ihr gerade schon gesehen, sie kann so episch ihren Propeller-Pony drehen, sag ich mal. Wie kann sie Muskeln überhaupt in ihren Haaren haben? Na, Haarwurzeln. Ach so. Oder hat sie ihren Schwanz irgendwie am Hinterkopf oder den so durchs Hemd hinten nach oben? Dann keiner weiß es. Das wäre auch eine lustige Vorstellung. Oh, stimmt, der kann hier so einen geilen Rumble-Move. Genau, der ist jetzt neu dazugekommen. Und so. Rotz, 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 knacks! Und die Tür ist übelst im Arsch. Mach alle Gegner fertig. Schön Schwitzkasten hier lang. So, das wird easy. Kein Problem. Oh Gott, ich gerade schon fast verkackt hätte. Ich liebe das. Das haben wir aus dem Advanced-Teil rausgenommen. Warum? Du hast gerade, du weißt schon, dass du gerade so einen Krüppel geschlagen hast, weil der hat ein Holzbein. Kannst du nicht einfach hier die Leute zusammenschlagen? Vielleicht haben die deswegen das Rülpsen entfernt, damit sie wenigstens etwas entkrüppelt werden. Oder. Ja, guck mal, das ist so unser Rhino-Rülps. Nein! Warte! Fang ihn wieder ein! Warte, das. Da ist er! Und zack! Aber weißt du, wenigstens hier in dem Spiel sind nicht so wie im ersten Teil, weil sie verlässt einmal kurz das Bild und ist direkt weg für immer. Und alles tot. Oh, ich hab ihn umgebracht. Und das ist auch sehr cool. Die Endanimation finde ich immer lustig. Ich will uns was Cooles holen. Pass auf. Yeah, und Solo! Yeah, 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 yeah! So, das war das erste Level. Ist 100%. War das hier auch mit Ausrufezeichen? Und der Decay-Münze. Also die Decay-Münze da hinten heißt, Achtung, jetzt kommt, wenn man die Decay-Münze eingesammelt hat. Und die Ausrufezeichen, wenn man alle Bonus-Level hat. Okay, und sonst gab es keine weiteren Sammeldinger. Nee, weil beim Advance gab es noch mehr. Was gab es denn da noch? Irgendwie so eine goldenen Federn. Da konntest du dann irgendwie Minispiele besser machen oder so. Wie Banjo-Kazooie? Naja, ey, stimmt. Ich keine Ahnung, das hat irgendwas mit Espresso zu tun. Den gab's da? Den gibt's hier gar nicht. Nee, ah, nee, den und der war nämlich Teil des Bonus-Games, genau. Oh, den haben sie ja gekillt. So, der Schlottermast. Und ich hoffe, Leute, ich hoffe, Sui ist laut genug. Ich glaube, ich werde das nachher nochmal überprüfen. Aber eigentlich dürfte das kein Problem sein. Hoffentlich, ich gucke aber nochmal. So, Schlottermast hier! Yeah! Let's go! Übrigens, weißt du, wen sie auch gekillt haben? Noch ihn! Winky. Ach, den Frosch? Den Frosch, der ist weg. Der wurde ersetzt durch eine Schlange. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Und zwar. Die Schlange mag ich auch, was denn? Ja, und zwar, du hast das Level beendet, aber ich bin dran. Ja, stimmt, das wechselt hier immer, wenn man auch geschafft hat. Aber du kannst unten noch ein Bonus-Level holen, wenn du magst. Ja, klar, Maya, aber keine Sorge. Schaffe ich das? Schaffst du. Tram! Oh! Ja, knapp hier. Und. Ich finde es aber übrigens sehr cool, dass du mir zweimal Dixie überlässt. Ja, ist ja kein Problem, Mann. Lieblings-Kong. Ja, aber so hat auch jeder, also jeder spielt zwei Affen. Jeder einen fetten und einen kleinen Wendigen. Und ich kletter jetzt einfach hier hoch. Ich bin ja so mega cool. Das hast du voll geschafft, Mann. Na? Okay, zack. Du trickst hier. So, die brauchen wir ja für, die brauchen wir für die, für die verlorene Welt. Für diese, genau die, für diese übelst krasse Geheimwelt, wo man einfach nur getötet wird die ganze Zeit. Ganz sicher? Oh, weia. Vor allem, ein Level, das wird richtig übel, das sag ich dir jetzt schon mal. Wieso? Warum? Weil, das ist ein Rombug. Was?
und da ist das heißt, es gibt auch keine, wo der nicht vorhanden ist. Das Level ist da zwar schaffbar, aber fast, also es ist zehnmal schwerer als im Original. Na toll. Kennst du die Geheimwelt hier? Naja, die war mir immer zu schwer, aber ich weiß halt, dass man dafür die Münzen braucht. Richtig, also die hast du nie gemacht. Nee. Das ist hier oben, ist so gar nichts. Das ist alles cool, Mann. Ich glaube, da muss ich dich irgendwie hochwerfen oder so, ja? Tja, jetzt bin ich aber nicht da. Hm, keine Ahnung. Und zwar, da gibt es ein Level, da muss man sich quasi die ganze Zeit in Drehen, die Fässer drehen sich und bewegen sich und laufen über Stacheln. Und wenn du halt auf den Boden fällst, bist du direkt tot. Und das ist das ganze Level über. Erinnerst du dich an die Schneewelt aus dem ersten Teil? Ja. So wie die, nur ungefähr 10-mal schlimmer. Ja, aber okay, warum ist denn jetzt da ein Bug? Der Bug darin ist, dass du normalerweise auf dem Super Nintendo, so, konntest du halt selber die Fässer zum Drehen bringen. Ne? Also du drückst, die Fässer bewegen sich erst nicht und so erst, wenn du in eine Richtung drückst, fangen die an zu drehen. Ne? Mhm. Hier aber fangen die sofort an, sich zu drehen. Das heißt, du hast gar keine Chance, dich zu koordinieren und musst das alles instant schaffen. Na toll, ey, was ist das denn? Und ich kenne auch, und jetzt mal ehrlich gesagt, wir können natürlich eine Challenge machen. Upsala, das wollte ich gar nicht. Ich kenne bisher keinen, der das geschafft hat, also diese Buggy-Version quasi des Levels ohne Safe-State zu schaffen. Also können wir uns auf einstellen, das wird richtig hart. Aber wir schaffen das doch, oder? Wir sind cool. Ja, wo sind die Safe States? Ja, ich weiß, wegen... Naja... Aber das machen wir, oder? Das schaffen wir. Ja klar, aber man, jetzt am Anfang schon, der gleich Bugs im ersten Part-Spiel im Arsch. Das dauert ja noch voll lange, bis wir da sind erstmal. Na, hoffentlich. Geh Marcel solo, schnell singen. Guckt euch den Sui an, er killt die Typen wie ein Mann. Ach, keine Ahnung. Ab jetzt. Kannst du nicht eigentlich auch auf die Typen raufspringen? Spring mal rauf. Ich weiß nicht, bei denen geht das glaube ich nicht. Ach so. Scheiße. Weil daneben, ey, gibt's ja wohl nicht. Und jetzt, oh. Cheater. Voll gecheatet. Und weg. Einfach weg. In den Tod gesprungen. Ja, guck dir ihn an. Ich mach mal mit hier. Hey. Ey, die müssen auch Langeweile haben, oder? Und keine Freude im Leben. Ja doch, siehst du doch. Wieso, weil er runterrutscht? Der freut sich. Oh, du weißt, Mann. Was übrigens wir jetzt schon mal machen sollten? Was denn? Jedes Leben, was wir irgendwie finden, sofort einsacken. Ja, aber hallo. Sonst, Ja, nicht, dass wir wieder hier schön den Game-Over-Screen und so, ne? Ja, vielleicht schaffen wir es mal, den Game-Over-Bildschirm nicht zu sehen. Ja, natürlich. Guck mal hier, sammel die Sterne, ne? Das gab's vorher nicht. Nicht wahr? Nein, das ist hier ziemlich neu. Ich glaub's aber ehrlich gesagt nicht, dass wir es schaffen ohne Continue. Ach komm. Das sieht übrigens sehr seltsam aus, wenn sie die Sterne von oben einsammelt und so nach unten guckt. So, wo gehen die Sterne hin? Ja, guck mal lieber auf Diddy Kong, wie er sich freut, dass er hinter Dixie ist. Voll so, oh yeah, 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 yeah. Oh weia. Ja, wir haben's geschafft. Mann, oh Mann, sind wir cool, Mann. Oh, Bananas. So, oh. Und die Münze. Jetzt hat das Level beendet, glaube ich. Ja. Yeah, yeah, Marcel, der zweite Punkt geht damit an mich. Hat der Sui schon wieder 2 Punkte? Jawohl, warte mal, werden die überhaupt gezählt? Wo sind die? Die werden diesmal gar nicht gezählt, hast du Glück? Aha! Und guck mal, Cranky ist auch wieder da. Ja. Den besuchen wir jetzt mal. Ups, falsch. So. Was macht der da oben? Am Ausguck, weißt du? Vor allem Affenmuseum. Oh! Das Winky ist tot! Alter, richtig ausgestopft, voll übel. Richtig tot. Mann, warum? Aber der hat richtig coole Sachen wieder hier drin, ey. So geil, dass wir ihm gar nicht mehr zuhören. Ich finde den Hintergrund viel interessanter. Aber echt, war richtig geil. Guck mal, du kannst so einen Arkadenautomat kaufen und so einen Kopf da oben und dann kriegst du quasi das Gleiche, was du bei... Ist das Duke Nukem da hinten in der Mitte? Boah, da hinten? Ach so, der, Ich glaube aber schon, es könnte sein, es war so zeitgleich, denke ich. Was ist da alles verkloppt hier? Richtig, Oberhammer. So, oh, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was der gesagt hat. Ups. Ach, der erzählt halt nur immer eine Scheiße. Der hat doch schon wieder irgendwas gesagt, wenn ihr ein Spiel mit bombastischer Grafik erwartet und so ein Kram. Die gleichen Kram, den er schon im ersten Teil geblabbelt hat. Alte Kamellen, also schaffen wir das denn noch? Ja klar, Tulli. Ich denke. Also, dann leg mal sofort los hier und trappen und... Oh, gleich mal der schwerste Bonusfass von allen. Übel. Eieiei, schnapp die Münzen. Oh. Ach, das Level, oh Gott, das fand ich mal so scheiße früher. Ja. Genau deswegen. Ja, natürlich. Voll doof. Ja, pass auf, ich mach das einfach normal. Guck mal, der hat nur ein... Der hat noch nicht mal irgendein Bein.
Der arme Kerl, ey. Also im ersten Teil hatten die noch alles und hier fehlt ihnen entweder ein Bein oder beide. Alter, ey, gehen hier voll gegen Behinderte vor, ey. Scheiße, du hast recht. Schlagen die voll zusammen und so, voll übel. Aber hier sehen die Bienen noch so richtig aus. Hm? Im dritten Teil sind das ja ganz andere Bienen irgendwie. Ja, stimmt. So ein Mecker-Bienen. Genau. Da oben ist übrigens auch noch ein Secret. Was, noch eins? Okay. Da musst du mich aber machen lassen, weil ich glaube, die kommt da nicht hin. Ja, natürlich kommt er da hin, natürlich. Ja, okay. Sag mal, DK. Donkey Kong. Ja, aber jetzt dann zum Ernst, der arme Typ ohne Beine, ey, das können wir doch nicht machen. Da ist er. Oh, da ist er, guck dir mal. Wartet auf mich. Stell dir vor, der hat einen wichtigen Termin oder so. Joey, bitte treten Sie zur Arbeit an. Okay, Moment, ich bin gleich da. Dann kommt so ein Affe und boxt ihn einfach weg. Wir sind so fies, ey, Babs. Oh Mann, ey, das gibt Hater-Kommentare, aber hallo. Wer hat den denn so zugerichtet, ey? Stimmt, Karul, der war sauer. Ja. Aber die freuen sich, aber guck mal, die freuen sich noch. Na, vielleicht sind sie unfallversichert oder so und freuen sich über ihre Versicherung. Yay, jetzt bin ich reich, ich hab so keine Beine mehr. Aber ich kann mir alles leisten. Zum Ballettunterricht muss ich auch nie mehr gehen. Voll cool. Gibt es da nicht weibliche Kremlins? Ich glaube nicht, ne. Aber wie pflanzen die sich dann fort? Tja. Deswegen haben sie Donkey Kong. Ach so, nee, Moment. Oh, oh, gleich mal gestorben. Komm ich jetzt etwa deinetwegen nicht mehr da hoch? Ich denke nicht. Nein. Tja, sieh's ein, so wie du brauchst mich. Wo geht's du überhaupt hin? Hier bestimmt. Nee, da kommt man runter wieder. Hm. Aber ich brauch dich, da ist ein Secret. Hier, das ist seine Schuld. Aber nach so einem Dings, wie heißt es? Guck mal, da oben der Typ, der hat wenigstens noch alle Körperteile. Ja, das stimmt. Und, okay, wir haben das Ende, aber wir haben das O vergessen. Das O vergessen. Macht voll Spaß. Also ist auch echt schwer. Schwerer als der erste, finden, oder? Ist schwerer als der erste, was denkst du? Kommt zwar gut voran, aber ja, doch, wobei, wenn ich denke, Sumpfeld und der ganze andere Kram, ja, noch kommt später. Genau. Nur für das O? Wobei, naja, ne? Jedes Leben mitnehmen, was wir kriegen. Aber hallo, nicht, dass wir wieder so ein Massaker haben und am Ende nur wieder unter 10 Leben oder so. Ey, halt, halt! Nein, du nicht! Oh! Alter, jetzt benutzt er mich hier erstmal als Waffe. Oh! Oh! Mach dich mal nützlich. Ich werd hier nur benutzt, Leute. Machen wir den nächsten Mal, ne? Oh! Nee, das nicht. Auch? Nicht gegen den Dicken. Nicht gegen den Dicken. Ach, Hilfe. Moment. Oh, nein, nein! Das klappt nicht. Das geht schon. Oh! Ah, das geht ja wirklich. Und doof! Voll in den Stirnnacken. Specknacken. Bin überfreut, weißt du? Das Spiel ist halt einfach nur geil. Ich muss mal nebenan anmerken, ich finde den Hintergrund total cool. Das Wasser und so sieht richtig gut aus, finde ich. Naja, achso, Das sieht schön aus, findest du nicht? Guck mal, ja, oder? Naja, dann steht die pixelt irgendwie, aber, also, ja, okay, ist 16-Bit und so, ich weiß, aber es gibt schon schönere 16-Bit, Meere. Sagen wir mal so. Wir müssen doch bald mal durch sein, oder? Ja, und jetzt müssen wir die Münze finden. Ja, und dann ist aber Schluss, da. Mach das jetzt mal auf die Weise, wenn ich nicht fliegen könnte, guck mal. Das toll, das ist ja... Das wäre so, wenn ich nicht fliegen könnte. Ja, aber das ist ja jetzt gar nicht wirklich anders. Ist ja gar nicht anders, weil du hast ja gar keine Chance. Ja, aber ich könnte sonst könnte ich auf Nummer sicher gehen und immer so machen. Immer so. Und so. Ja, ich weiß, aber. Ne, ach, du bist ein Truggle. Okay. So spielt doch kein Profi. Genau. Nein! Oh, ja. Mann, ja, da ja, habe ich jetzt gerade übelst verkackt. Mann. Gibt keinen Level Up. So, ich würde mal sagen, wir hören jetzt hier auf, bevor der Sui noch mehr Level durchzockt. Ja. Aber ich würde mal sagen, guck mal, irgendwann, wir haben sogar die Oma freigespielt. Zumindest ich habe die Oma freigespielt. Mann, okay. Der stinkende Holländer ist der Nächste. Was, ne, sinkender. Achso, ich dachte, oh, ja, der sinkende. Ups. Aber okay. Ich würde mal sagen, das war doch ein super duper gelungener erster Part von Donkey Kong Country 2, dem Mega Together Let's Play. Ich hoffe, ihr freut euch. Ja, die nächsten Folgen werden natürlich erscheinen mit Sui Shumaro, dem alten Hauding, an meiner Seite. Na klar. Und deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Part von Donkey Kong Country 2. Tschüss, Mann. Tschüss. Sure.